dann immer wieder hoch, immer wieder. Wo? Hä? Okay, ich brauche ja die Fackel eigentlich gerade nicht. Ich will was probieren. Ob dieser Move was bringt. Ja, das macht ja mal gar keinen Damage. Na doch, ein bisschen. Bleed Damage. Ich kann nur noch nicht seine Attacken lesen. Sonst wüsste ich, wann der was macht. Und hier kam ich nicht weg. Ich glaube nicht, dass wir den heute schaffen werden. Dafür bin ich noch zu underlevelt. Oh, ich habe vergessen, jemanden heraufzubeschwören. Ich will noch was wissen. Guck mal, das macht aber ganz wenig Damage. Ich hasse diesen Move, Alter. Der ist so unberechenbar. Ich weiß nicht, wann der was macht, gell? Ich bin gerade irgendwie wieder zu langsam. Hab ich gemerkt. Ja! Die Attacke ist für den Arsch, ey. Ich will noch eine Sache probieren. Ansonsten gehen wir irgendwo leveln. Bring it! Ach, ich hab gar keine Qualle dabei geholt. Ja! Ah, eine Sache probiere ich jetzt noch.
die Qualle nur vergessen. Mal, ob mir doch ein Schild vielleicht was hilft. Gegen den Typen. Ich brauche jetzt eher körperliche Resistenz. Aber dann sollte ich vielleicht trotzdem eine andere Waffe nehmen. Rechts. Na, der Schild hält schon einiges zurück. Ho! Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Okay. Shit, ich hasse das. Was hat mich getroffen? Also mit der Kombi mit Schild könnte man ihn eher dran kriegen. Interessant ist echt, dass man hier seine Strategie im Prinzip an jeden Boss immer anpassen muss. Das war ja teilweise bei den anderen Souls-Spielen nicht so. Da hast du dann nur deine Werte und Attribute da alle verbessert und dann... Drei Hits und dann weg. Ich hab's jetzt kapiert. Hey! Na komm. Das trifft mich als. Jetzt übertreibt das aber. Gut, der macht immer noch Chip-Damage, aber... Oha! Hallo! Hallo! Ich bin nicht stark genug für diesen Gegner. Boah, was schreiben mich denn hier alle an? Na gut. Wir machen Folgendes. Wir gehen jetzt in den High-Gebiet sogar zum Leveln. Einfach, weil ich es kann. Weil ich ja gemerkt habe, da hatte ich Chancen. Das war nicht hier, oder? War das das hier? Ne, wo war denn das?
Ich weiß gar nicht, wo das war. Ob es das war, wo es diese kleinen Mini-Viecher gab. Ja, das war hier. Ich hab wieder was für dich mitgebracht. Schnell schief, ha? Sehr schön. Dann könnten wir das vielleicht mal ausrüsten, ha? Ah, das geht ja nur an dem Ort der Gnade. Ich will mal was probieren. Jetzt bin ich übermütig. Hallo? Oh shit! Ich wollte ja nur mal gucken, ob ich dem eigentlich Schaden machen könnte, wenn ich hinter den komme. Aber ich wusste ja nicht, dass der noch so ein... so einen Angriff macht. Naja, aber ich wollte eh in dem Gebiet leveln hier, weil da gibt's ja so Viecher, die bringen ganz schön viel ein. Diese kleinen. Hä? Hey, ich hab dich doch diesmal gar nicht angegriffen. Was willst du denn eigentlich? Hallo? Hallo? Ich hab doch diesmal den gar nicht angegriffen. Was ist denn mit dem los? Sonst hat der mich noch nie angegriffen, einfach grundlos. Der chillt doch immer hier sein Leben. Ey, der greift mich schon wieder an. Ist das gerade ein Witz? Wieso greifst du mich auf einmal an? Dann reiten wir jetzt halt weg. Blöde Typ. Was? Yoshi liebt Wodka? Jetzt geht das schon wieder los. So, wo waren diese kleinen Viecher, die mich eben angegriffen haben? Essen. Ich will mal gerade gucken, wie viel die eigentlich bringen. So, ich habe jetzt 1094 Runen. Mal schauen, wenn ich den nächsten angreife, wie viel das bringt. Wenn nicht, muss ich ein anderes Gebiet zum Leveln suchen, wenn das zu wenig ist.
Doch, das bringt gut was. Jeder macht circa 1000. Eine gute Stelle zum Leveln. Man muss halt nur schnell genug sein. Helm der niederen Soldaten. Ja, so einen trage ich hier. Hahaha, No Name wurde hat einen Timeout gekriegt von meinem Nightbot. Sehr gut. War es das jetzt? Waren das nur so kleine? Bestimmt noch mehr von denen. Oh! Ein Ort der Gnade. Ja, cool. Ah, stimmt hier. Und jetzt sind sie respawned, ne? Können sie gerade nochmal besiegen. Ich muss nur schnell genug zuhauen, bevor der irgendeinen Zauber wirkt. Was hat der droppen lassen? War das eine Waffe dann? Was zum Teufel, Alter. Die könnte ich sogar führen. Ich könnte mich eigentlich voll stark machen, aber dann dadurch auch langsam. Warte mal, ich schaue mir das trotzdem mal an. Ich meine, es passt zwar dann nicht halt zu meiner Klasse, aber... Alter! Yoshi Hunter schon wieder. Okay. Das Ding haut auf jeden Fall zu, aber es ist langsam. Ist das langsam? Hier ist wieder so ein Pokémon. Hey, wo sind denn diese Viecher? Ich wollte leveln. Oh shit! Ich sag ja, da muss man echt aufpassen. Weil ich die auch übersehen habe. Im Chat geht's echt ab gerade. Na gut, wir gehen mal wieder auf Dolce um. Schön, warte mal. Den habe ich da, den habe ich da. Dann nehme ich hier die Ampus wieder. Hä, wo ist die Ampus hin? Ach da. Ich war eben echt zu blind und habe sie nicht gefunden. Und dann gehen wir nochmal mit dem Doppel. Ne, nicht Uchigata. Mit der Doppelklinge. So, jetzt muss ich meine Seelen zurückholen. Meine Seelen, meine Runen. Ha! Ich bin gerade angegriffen. Ich wollte was irgendwie experimentieren. Nein.
Nein. Ich will was wissen. Fuck. Was macht ihr da, ey? Ey, heute ist echt der Chat zu lustig. Ich schwöre, es müssen durch die Waffen verstärken können. Zu sehr Objekte nötig, okay. Und du wieder? Oh, ja. Ich müsste eigentlich auch mal wieder in den Schmieden gehen und dort was zu setzen. Und wir können den Bogen auch noch machen, das finde ich gut. Ey, kannst du nicht den Bleed-Effekt eigentlich auch verbessern? Warte mal, replizieren. Da brauche ich aber eine verlorene Kriegssache. Okay, das habe ich nicht. Ich sprach mit der Frau. Sie hat ein Gift für Spirit-Journey. Also habe ich ihr alles, was ich weiß. Ich bin indebted to a Spirit-Tuner, den ich lange gesehen habe. Es war alles, was ich tun konnte, um sie zu ehren. Ich bin sorry, ich dachte dich. Oh, ich hab von den anderen Klassen, da gibt's Chaoten, gibt's aber auch lustige. Also das, die nehmen sich da echt nichts. Gut. Wo gehen wir denn jetzt heute hin dann? Ich will mal irgendeinen Boss machen oder irgendwas erledigen. Wir könnten mal gucken. Na gut, hier drüben, die sind alle so krass. Ah. Ah. Okay, ich bin mal mutig. Ich will nämlich wissen, ob ich in diesem Tunnel da ein bisschen leveln kann.